Hör het toe vragen. Vielleicht. Ah. Nee, maar ik krieg. Also, ich bin Lea, ich arbeite in der Videoredaktion, bin aber das erste Mal vor der Kamera, ein bisschen nervös. Und ich beklage mich heute über Rauchen. Nicht Rauchen, weil es raucht oder weil es stinkt. Es geht einfach um die Spaltung der Runde. Wenn du im Ausgang bist, tanz doch. Du musst nicht alle zwei Sekunden rauchen. Das Argument so, wieso kommt sie da nicht raus, wenn alle raus am Rauchen sind? Nein, das zieht nicht, weil du als Nicht-Raucherin gehst du nicht freiwillig raus, wenn es fucking null geht. Ist einfach so. Ich habe auch so viele Kolleginnen. Kaum trinken sie ein halbes Gläschen Prosecco, finde ich so. Ich muss jetzt Ziggi rauchen. Oder gehen wir Ziggis kaufen. Und nachher Ziggis kaufen, genau. Wenn du schon rauchst, schau doch, dass du dein fucking Ziggi-Päckchen schon vor dem Ausgang dabei hast. Und nicht nur musst du rauchen. Rauchis kaufen. Nein, Ziggis kaufen. Ich habe am 30. Oktober, merkt ihr das? 30. Oktober Geburtstag. Hey, ich lade 35 Leute ein. Von diesen 35 Leuten sind genau 3 im Verlauf des ganzen Abends in der Stube gesessen. Auf einem Balkon, wo vielleicht so 7 Leute Platz hätten. Normalerweise haben sich 25 Leute geschildert, damit sie ihre Ziggy können schloten. Lass mich nicht allein am Geburtstag. Haben sich Raucher schon mal jemals darüber Gedanken gemacht, dass es assi ist? Wenn 2 von 10 Leuten rauchen, ist es mir egal. Gehen raus rauchen, machen euer Ding. Mir geht es einfach mehr darum, wenn 7 von 10 Leuten... Oh, ich habe ein anderes Beispiel. Oh mein Gott. Ich habe mal einen Typ gedatet. Jedes Mal, wenn wir miteinander geschlafen haben, ist er gerade aufgestanden, rausgegangen und eins rauchen. What the fuck? Also, kennst du Kuscheln? Oder was auch nicht. Wirklich, so, okay, du kommst, stehst auf, Kondom ab, Ziggy an, dann rauchst du lieber im Bett. Für mich rauchst du dann wirklich, also bei meinem Zimmer nicht, aber bei ihm im Zimmer, go for it. Wenn dich wirklich so, jetzt müsste ich einen geilen Namen von einem Regisseur haben. Hey, Jodok! Also der Jean-Luc Godard, ein Regisseur, hat einen Film gemacht, Außer Atem, wo alle Männer falsch beeinflusst, weil sie das Gefühl haben, sie müssten nach dem Sex im Bett rauchen. Ich verstehe es nicht. Also, weißt du, so ein bisschen Sex ist doch schon genug gut. Du musst nachher wirklich noch eine Ziggy haben. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht bin ich. Mir hat nicht. Gehen wir nicht weiter auf das Thema. Ich finde es ein bisschen. Ah, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich Rauchen fühlen. Es ist eine Sucht, oder? Aber schlussendlich, Raucher zelebrieren es immer. Sie finden es geil. Ganz ehrlich, jeder Raucher findet es geil zu rauchen. Also ich meine, ich saufe auch, aber rauchen und saufen, ich finde es schwierig. Schämt euch nicht dafür, dass ihr raucht, aber es sind sozialer, wenn ihr raucht.